Okay, ich denke, der Grund, weshalb Warframe seinen Spot auf meiner Bucketlist immer weiter nach unten setzte, wodurch dieses Spiel immer wieder vor mir herschob, als wäre es eine Mensch-ärger-dich-nicht-Figur, war die zeitliche Situation und das Gefühl, Quantenphysik eher verstehen zu können, als zu wissen, womit ich in diesem Spiel überhaupt zu tun habe. Tatsächlich würde ich auch immer noch nicht gegen argumentieren, das Spiel zu starten, ist halt wie ein Buch aus der Mitte anzufangen, aber sobald die einzelne Gehirnzelle mir anfängt zu verstehen, wieso dieses Spiel so ist, wie es ist, packt einen dieses Spiel heftiger als ein amerikanischer Polizisten-Meth-Abhängigen. Also ja, reden wir kurz über Warframe, oder? Warframe ist ein Free-to-Play Third-Person-Looter-Shooter von Digital Extremes und falls ihr vertraut seid mit Spielen wie Destiny, Division und Co., seid ihr mit Sicherheit auch vertraut mit dem allgemeinen Spielprinzip. Wiederum unterscheidet sich Warframe in vielen Punkten sehr von den Spielen der gleichen Kategorie. Klar, logisch, das Visuelle, hier sind wir voll die Space-Ninjas und so, aber was ich eigentlich meine, ist noch tiefer verankert als die Titanic im Ozean. Wiederum starten wir am besten mit, worum geht es überhaupt? Und für mein Verständnis war der Anfang recht klar. Wir beginnen mit einer Cutscene, in der ich eigentlich verstehen sollte, dass ich es hier mit Kriegern einer vergangenen Zeit zu tun habe. Wiederum war mein Blutdruck aufgrund der mir gebotenen Space Ninja Move so auf 3000, dass ich mich nur für die Coolness vor mir interessierte. Voll primitiv, oder? Ich weiß. Nach dem Kurzfilm Quentin Tarantinos bekam ich die Auswahlmöglichkeit zwischen Glumanda, Shiggy und Bizazan, wobei ich mich für den Frame mit der Möglichkeit, die Schwerkraft zum Freund zu machen, entschied. Keine 2 Sekunden im Spiel und mir wird über das auf mich richten von schweren Waffen klargemacht, in welcher Welt ich mich befinde. Wiederum wurde ich mit 1000%iger Badassigkeit geboren, wodurch ich eine Szene aus Dragon Ball imitierte, um alles um mich herumstehende in die stabile Seitenlage zu befördern. Und im Anschluss stellte ich meine Settings um. Überwältigt von meiner Macht und der 2000er Mausempfindlichkeit saugte ich nun Gegner an mich ran, wobei sich vom Druck allein schon ihre inneren Organe in die Form und Größe eines Bagels formte. Macht, Stärke und Finesse mögen über viele Sachen in der Welt ausgedrückt werden, wiederum in Warframe kommt es ganz klar durch das Movement. Und ja, doch, Movement ist hier ziemlich gut. Allgemeines Spielgefühl Warframes ist definitiv ein wichtiger Aspekt des Spiels und einfache Bewegungsabläufe lassen sich wirklich gut nach kurzer Zeit meistern, da sie sich flüssig und responsiv anfühlen. Das räumliche Vorausschauen, um schnell durch die Map zu katapultieren, wird nach kurzer Zeit verinnerlicht, wodurch das, was anfangs noch wie unmöglich schnell und chaotisch wirkt, später problemlos funktioniert, als würde man mit Messer und Gabel essen. Ich würde tatsächlich gerne nochmal vorweg die Performance ansprechen, um so technische Aspekte aus dem Weg zu schaffen. Kurz gesagt, ich denke, falls du es schaffst, einen Bildschirm an ein Morsegerät anzuschließen, bei dem die Hauptstromzufuhr von einem an Kupferdraht angeschlossenen Apfel kommt, wirst du trotzdem ein 120fps-Erlebnis bekommen auf hohen Settings. Mein PC ist eine verdammte Möhre und ich habe es teilweise echt versucht rauszureizen, aber selbst bei so vielen Effekten im Bild, dass ich buchstäblich nichts mehr erkenne, sind meine FPS nicht unter 120 gefallen. Warframe ist wahrscheinlich, was Optimierung angeht, ein absolutes Vorzeigespiel. Klar, logisch, dieses Spiel kam 2013 raus, aber sind wir mal ehrlich, heutzutage werden Spiele released, die deutlich schlechter aussehen und um Längen schlechter performen. Also falls ihr euch Sorgen macht, dass euer Rechner oder Game Boy Advance das Ding nicht zum Laufen bekommt, kann ich euch hier beruhigen. Ich denke, eines der Sachen, die mich halt wirklich heftig überrascht hat, ist auf jeden Fall die Story. Bin ehrlich, anfangs verstand ich nahezu gar nicht, worum es halt geht. Ist aber auch klar, es ist ein frisch gestaltetes Universum ohne Zugriffspunkte, die man verbinden kann. Klar hast du Menschen und so weiter, aber die Freiheit, die man hat im Schreiben von einem Sci-Fi-Universum, zeigt hier wirklich, wie komplex aus der Luft gegriffen einige Geschichten sein können. Es ist halt keine Welt wie The Last of Us, in der du halt weißt so, ah okay, es hat eine leicht verständliche Story, da sie nah an dem ist von dem, was wir heutzutage haben, nur halt logisch mit Last of Us Sachen. Es ist halt eine Geschichte, die nur mal Zeit braucht nachzuvollziehen. Das Positive wiederum zu zum Beispiel Destiny, dem Spieler bleibt die Möglichkeit, dies tatsächlich noch zu tun. Wo in Destiny's Story nichts mehr für neue Spieler nachzuvollziehen ist aufgrund des Waltens aller wissenswerter Story-Inhalte, ist in Warframe jeder Inhalt noch spielbar, wodurch neue Spieler die Möglichkeit bekommen zu verstehen, worum es überhaupt geht. Ich weiß, es sollte eigentlich selbstverständlich sein, aber wir leben in einer Welt, in der für einige Entwicklerstudios das nicht mehr der Fall ist. Die Quests sind wiederum mal so, teilweise sind Looter-Shooter-typische Quests vorhanden, wie schließe eine Mission dreimal ab, um es mal grob zu beschreiben, aber hin und wieder sind Momente und Quests dabei, in der Story und Quest-Design so filmreif aufgreifbar sind, dass ich nicht in meinen Kopf kriegen wollte, dass diese Inhalte für mich keinen Cent gekostet haben. Lass es mal kurz sacken. Ein Einkaufsbeutel im Supermarkt kostet mehr als die komplette Story in Warframe durchzuspielen. Immer wieder findet man sich in Quests wieder, die einer horrorspielartigen Story nachkommen, ohne den roten Faden der Welt untreu zu werden. Und diese Spielsettings gehen in alle möglichen Richtungen und ich bin wahnsinnig überrascht, wie unfassbar packend diese geschrieben und gestaltet sind. Reden wir noch kurz über Progression, da ich denke, das ist kein allzu unwichtiger Punkt. Falls du im Glauben bist, Warframe zu starten, 60 Stunden Spaß zu haben und dann hast du die Geschichte durch, hast du die
natürlich heftiger geschnitten als bei einer Glasscherbe als Tablettenersatz. Dieses Spiel ist kein Date, es ist eine Ehe. Sowohl was das Verständnis aller Funktionen angeht, als auch der dir gebotene Fortschritt. Du wirst nicht nach 20 Stunden Schadenszahlen im Millionenbereich raushauen. Ich würde eigentlich sogar sagen, das ist nahezu unmöglich. Selbst wenn du plötzlich eine Ölader in deinem Garten findest und so stinkreich wirst, dass dein Portemonnaie aus weiteren gefüllten Portemonnaies besteht und alles kaufst, was nur geht, wirst du Monate brauchen, um wirklich mit im hohen Bereich zu spielen. Das Ding ist, es klingt im ersten Moment nach einer ganz schönen Aufgabe, aber gegeben der Tatsache, dass in diesem Spiel so viele Inhalte sind, die man erstmal verstehen muss, ist das völlig in Ordnung. Ich streame dieses Spiel jetzt auf Twitch seit ungefähr 2 Wochen täglich, habe mittlerweile 160 Spielstunden, bekomme laufend Tipps zum Spiel und habe das Gefühl, nur die Oberfläche des Ganzen gekratzt zu haben. Es dauert halt richtig lange, aber es ist halt auch gut so. Je nachdem, worauf man sich halt gerne einlassen möchte. Es gibt Leute, die Spaß am Warframe seit Release haben, einfach weil es so viel zu tun gibt und die Entwickler immer wieder neuen Content aus dem Haus prügeln, wie meine Mutter, wenn ich bekifft nach Hause gekommen bin. Nehmen wir mal als Beispiel die Meisterschaftsränge, welche wahrscheinlich irgendwie vergleichbar mit deinem allgemeinen Level sind. Ein Meisterschaftsrang lässt dich pro Tag erhöhen, insofern du die nötigen XP gesammelt hast. Und wenn du die Meisterschaftsprüfung nicht schaffst, kannst du sie erst wieder einen Tag später probieren. Glücklicherweise kann man sie vorweg üben und diese Prüfungen sind letzten Endes genau das, was der Name beschreibt. Eine Prüfung, ob du bestimmte Teile des Spiels halt meisterst. Sei es das Hacken unterschiedlichster Konsolen, Aim-Training oder eine Prüfung, in der du alle Gegner töten musst, ohne entdeckt zu werden. Dieser Meisterschaftsrang geht bis Stufe 32 und ungefähr Stufe 16 brauchst du, um Zugang zu allen Waffen und Mods zu bekommen. Beim Thema Mods angekommen. Gott. Mods sind im Endeffekt die Halter deiner Stat-Punkte. Umso besser deine Mods, umso stärker wird dein Charakter. Es gibt asozial viele Mods und ich würde behaupten, dass ich in der kurzen Zeit, in der ich dieses Spiel spiele, länger brauche, um durch die einzelnen Mods zu scrollen, als auf das Jahr runter zu scrollen, in dem ich geboren wurde, in egal welchem Online-Anmeldeformular. Ich werde alt, ja. Dauert mittlerweile ein bisschen. Mods kommen in unterschiedlichen Raritätsstufen und die Bildvielfalt ist mehr als vorhanden und vor allem sind die einzelnen Stats absolut verständlich und nachvollziehbar. Aber auch hier gibt es mehr, als man im ersten Moment denkt. Nehmen wir zum Beispiel Statuseffekt. Man kennt es, ganz typisch, hier hast du Gift, hier hast du Schock und was solche Statuseffekte mit Gegner anstellen, sollte jedem klar sein. Wiederum kombiniere in deiner Waffe den Statuseffekt Kälte mit zum Beispiel Gift, dann bekommst du einen neuen Statuseffekt namens Virus, der eine ganz andere Wirkung auf den Gegner ablässt. Das ist nur eine Sache, die die Komplexität der Mods unterstreicht und es gibt noch viele mehr. Wiederum sind Mods nicht mal die einzige Variable im Spiel, kommen wir zu den Frames. Es gibt eine Tonne an Frames und jeder Frame spielt sich anders in so ziemlich jeglicher Hinsicht. Unfassbar cool designt, jeder mit unterschiedlichen Abilities und ich bin mir sicher, dass selbst der Sack von Helge Schneider hier irgendwas finden würde, womit er sich identifizieren könnte. Sei es Nekros, der Tote zum Leben erwecken kann und Loot von den Toten doppelt ausschütten kann oder Ember, die mehr Schaden bekommt für jeden brennenden Gegner im Umkreis von 50 Meter. Alle mit eigenen passiven und aktiven Fähigkeiten und falls du Spaß daran findest, dir einen richtig starken Charakter zusammenzubauen, dann wirst du wenige Spiele finden, die dir so viele Möglichkeiten bieten wie Warframe. Ansonsten haben wir noch den Progress in Sachen Crafting. An so ziemlich jeder Stelle in diesem Spiel kannst du Blaupausen für irgendwas farmen. Du wirst Blaupausen für deine Frames brauchen, du wirst Blaupausen für Waffen brauchen. Alle Teile brauchen Ressourcen. Das kann schon manchmal in Arbeit und eine Menge Zeit ausarten. Natürlich gibt es auch die Möglichkeit, Geld auszugeben für einige Sachen, um sie sofort zu erhalten, aber ich muss sagen, bei einigen Sachen ist es okay, Geld auszugeben, bei anderen denke ich mir, vielleicht nimmt es mir irgendwie so ein bisschen den Grund, das Spiel zu spielen. Klar könnte ich mir einfach einen Frame kaufen und in einigen Szenen Nachhinein ist es wahrscheinlich auch okay, aber ich sag mal, einem Looter den Loot zu kaufen, fühlt sich ein bisschen an, wie ein durchgespieltes Spiel zu kaufen. An sich lässt sich der Progress in Warframe recht einfach beschreiben. Entweder du hast Geduld oder du hast Geld. Wobei du als geduldiger Mensch sowieso eigentlich genug zu tun hast. Gut, ansonsten die Welt. Das Sonnensystem hat einen Bergplaneten. Die meisten darin zu findenden Level sind eher arenaartig aufgebaut. Es ist ein Spiel, in dem angedacht ist, sehr viel Zeit zu verbringen, weshalb es klar ist, dass wir widerspielbare Aktivitäten haben werden. Das ist einfach klar das Konzept eines solchen Spieles. Das sollte jedem bewusst sein. Wiederum gibt es, was das angeht, eine Menge Aktivitäten, für die man sich entscheiden kann. Auch gibt es 3 offene Welten mit zum Teil Bosskämpfen, für die man bestimmtes Equipment und Mechanikverständnis braucht. Mit weder noch kann ich dienen, mein Gehirn ist zu winzig, aber zum Glück gibt es Teammates und auch Clans. Gefühlt gibt es ein paar Millionen Clans in Warframe und ich hatte die fabelhafte Idee und machte mir die Arbeit, eins zu gründen, um das Spielerlebnis darin zu erleben. Du bekommst nach dem Gründen deines Clans ein Dojo. Dieser lässt sich über das Einarbeiten unterschiedlichster Ressourcen sowohl optisch als auch funktional gestalten. Sowohl der Clan-Anführer als auch jeder andere kann Ressourcen für ein erbautes Teil spenden. Gewisse Räume sind zwingend notwendig, da eine Menge guter Blaupausen erst durch das Dojo erhältlich sind. Ansonsten gibt es aber auch wiederum Matchmaking. In so ziemlich allen Aktivitäten wiederum, wenn man sich Missionen solo stellen möchte, skalieren die Gegnermengen auf die Spielerzahl. Wiederum ist die Community super hilfsbereit und ich kann nur empfehlen, eine Gruppe Leute zu finden. Ich denke, ich könnte locker stundenlang darüber reden, wie viel mir an diesem Spiel positiv aufgefallen ist. Wiederum versuche ich halt unter 10 Minuten zu bleiben und wenn ihr mich in einem Monat fragen würdet, wie ich dieses Spiel jetzt finde, hätte ich mit Sicherheit 20 weitere Sachen zu berichten, da die Entwicklung des Spiels einfach nicht aufhört.
aufhört. Digital Extremes ist kurz davor, einen weiteren Frame zu releasen mit weiteren Aktivitäten, die zu ihrer Gestaltung passen soll. Citrina ist die Gute, was sie macht, weiß ich halt noch nicht, aber wie gesagt, hierbei geht es mir nur darum, dass der Fluss um neue Inhalte bei denen nicht aufhört und generell scheinen sie, was das angeht, sehr am Ball zu bleiben, um Spieler immer wieder was Neues zu geben. Ansonsten ist Digital Extremes dabei, auch ein neues Spiel, Soulframe, in die Welt zu setzen und wenn das Spiel die Zuneigung Warframes bekommt, lässt sich der Erfolg des Spiels eigentlich relativ gut abschätzen. Dazu aber was in einem anderen Video. Gut, also zusammengefasst, Warframe ist ein Investment, definitiv ein Spiel, bei dem man sehr viel Zeit lässt, aber eine die Möglichkeit bietet, alles in eigener Geschwindigkeit zu spielen, insofern man halt nicht zu schnell ist, in dem Fall wirst du brutal entschleunigt. Die Looter-Shooter-typische Jagd nach dem Endgame ist halt nicht wirklich da, denn ab Sekunde 1 befindet man sich eigentlich schon drin. Das Jagen nach dem besten Gear und Bildflexibilität hält mich absolut bei Laune und ich bin gespannt darauf, wie fortgeschritten ich in einem Jahr von heute bin. Und ich denke, falls du einen Free-to-Play-Looter-Shooter suchst, bei der du dich in einer stetig erweiternden Welt einnisten kannst, ist Warframe definitiv ein Spiel für dich. Auch falls du in meinen Streams vorbeischauen möchtest, ich bin regelmäßig live auf Twitch, also schau gerne vorbei und sag Hi. Ich bin jedenfalls wahnsinnig überrascht von Warframe und dachte nicht, dass ich so bedauern würde, dieses Spiel so lange ignoriert zu haben. Jedenfalls ja, wisst ihr, was ich auch bedauern würde, wenn ich es zu lange ignorieren würde? Richtig, der Abo-Button unter diesem Video. Also falls du super cool bist, würde ich mich riesig freuen, wenn du den Ich trage unfassbare Coolness in mir Button drückst. Und bleibst auf dem Laufenden zu News, Reviews, Previews, zu Releasen und Spielen. Und außerdem würdest du mir eine dicke Freude machen, wenn ich das nächste Mal meine Analytics schaue. Euch auf jeden Fall ansonsten noch einen unfassbar entspannten Tag. Fühl dich gedrückt, Leute, und hoffentlich bis bald.